Mein Name ist Marco Müßig, ich bin Wehrführer der Freiwilligen Feuerwehr Stadt Bad Soden, Stadtteil Neuenhain. Mein Name ist Andreas Kasser, ich bin schon lange Mitglied in der Feuerwehr und ja, ich habe jetzt für die Mini-Feuerwehr eben das Mini-Feuerwehrauto konstruiert und gebaut. Die Idee ist im Sommer 2018 geboren worden. Mein Urgroßvater war, soweit ich weiß, Gründungsmitglied. Mein Großvater war in der Feuerwehr, mein Vater logischerweise auch, ich auch. Und jetzt ist der aktivste von uns mein Sohn, der ist am Montag nach seinem 6. Geburtstag selbstverständlich in die Mini-Feuerwehr eingetreten. Und dann habe ich angefangen, eben ein paar Entwürfe niederzubringen und habe angefangen, am CAD-System dieses Fahrzeug zu konstruieren. Und als man dann so sehen konnte, wie das Ganze mal aussehen könnte, in welche Dimension es haben könnte, habe ich es der Feuerwehr vorgestellt. Also ich habe nach dem Abitur bei Daimler in der Niederlassung Frankfurt eine Ausbildung zum Automobilmechaniker gemacht, bin der Marke mit dem Stern nach wie vor treu geblieben und der Unimog ist Hobby, Leidenschaft. Ich habe mir als Azubi einen eigenen gekauft, damals also einen kompletten Schrotthaufen. Den hätte man eigentlich damals schon nicht mehr aufbauen sollen, aber für mehr hat's Geld nicht gereicht. Ich habe den dann in 5-jähriger Arbeit wirklich bis auf die letzte Schraube zerlegt, restauriert, wieder aufgebaut und der läuft seit 1999 ohne jedes Problem. Ich habe mir vorgenommen, dass das Fahrzeug elektrisch fahren sollte und dass eben auch alle anderen Funktionen. Pumpe war klar, ein Feuerwehrauto braucht eine Pumpe, die musste elektrisch sein. Dann habe ich mir überlegt, wenn man auch ein bisschen technische Hilfeleistung üben möchte und auch für den Physikunterricht vielleicht das ein oder andere Experiment für die Mini-Feuerwehr oder auch für die Jugend später bereitstellen möchte, wäre eine Seilwinde nicht schlecht, auch die elektrisch. Und ja, Strom an sich ist eine wichtige Sache, also habe ich mir gedacht, da muss auch ein Generator rein. Also der Generator ist in dem Fall ein Wechselrichter, der einfach dann aus 24 Volt die 230 Volt macht. Ja, und bei einem Elektrofahrzeug ist es deutlich einfacher, Sicherheitsschaltungen zu realisieren, eine Notabschaltung, eine Funkfernbedienung zum Abschalten, all diese Dinge. Wir haben den zu einem Übungsdienst im September, als das wieder erlaubt war, dann hier in die Feuerwehr geholt, haben ihn vom Gerätewagen abgeladen, den Minis präsentiert und dann auch die erste Fahrstunde vorgenommen. Und die Kinder waren vollkommen begeistert, die wollten alle sofort fahren, sie wollten die Pumpe bedienen, sie haben sich die Technik angeschaut. Herr Gasser hat gesagt, bevor wir dann im Kleinen das auch so machen müssen, die Jungs und die Mädels, einen kleinen Führerschein machen, damit sie wissen, wie das mit Gas, Bremse funktioniert, die Noteinrichtung funktioniert, wie die Pumpe funktioniert. Das, was ich in meiner aktiven Zeit am allermeisten geschätzt habe, ist die tolle Kameradschaft. Das ist was ganz Besonderes, dass man mit toller Technik Menschen auch helfen kann, allen, egal welche Religion, welche politische Gesinnung, wo dieser Mensch herkommt, was er für eine Geschichte hat, helfen zu dürfen.